Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Verena und ich begrüße euch immer im kreativen Chaos. Es kann sein, dass zwischendurch meine Stimme weggeht. Ich glaube, ich werde krank. Bin mir nicht so sicher. Heute geht es ja... einen Sketch, 5 Karten. Und ich habe mir da jetzt tatsächlich was ausgedacht. Und zwar... Entschuldigung. Und zwar werde ich euch einmal 1 Kartensketch in 3 verschiedenen Varianten, also in 3 verschiedenen Größen zeigen. Einmal eine normale A6-Karte, einmal eine DIN-Lang-Karte. Ich habe schon gestempelt, deswegen sehen meine Finger ein bisschen so aus. Und einmal eine quadratische Karte. Und dann noch 2 verschiedene Varianten von einer Karte in A6. Und ich arbeite noch weiter an meiner Homepage. Ich bin noch nicht ganz fertig. Aber da werdet ihr dann auch später alle Sketche finden. Und das ist der heutige Sketch. Ich werde dann, wenn ich euch die Datei zur Verfügung stelle, natürlich kostenfrei, werde ich das dann noch mit Größen beziffern. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ja, das ist die Variante in Slimline. Und das ist die quadratische Karte. Ihr seht, also der Sketch ist der gleiche. Ich habe sie nur jeweils auf die entsprechende Größe angepasst. Und ich habe auch schon einiges vorbereitet, weil ich mir jetzt dachte, Karten zu schneiden und sowas ist jetzt nicht so spannend. Es geht ja mehr darum, was man daraus macht. Hier habe ich schon die einzelnen kleinen Paketchen geschnürt. Und was ich euch jetzt auf jeden Fall noch zeigen werde, ist, wie ich das Label gestaltet habe. Und zwar habe ich hier, das ist ein ganz altes Set, was heißt ganz alt, aber ein paar Jahre ist es auf jeden Fall schon alt. Da habe ich hier dieses Dankeschön genommen. Ich habe es mir zerschnitten. Ich bin da nicht so. Und habe mir das dann hier drauf, weil Dankeskarten kann man immer gut gebrauchen. Und ich werde auch bald, wenn die Webseite steht, wird es auch auf der Webseite einen Shop geben, wo ihr dann Karten von mir kaufen könnt, wenn ihr das möchtet. Oder ich überlege, ob ich vielleicht auch ein paar Kits zusammenstelle. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, was da so für euch interessant ist. Ob ich mal so Bastelkits zusammenstellen soll. Tut mir leid, ich muss mal was trinken. Das ist übrigens meine absolute Lieblingstasse. Da gehen, keine Ahnung, 500 Milliliter oder ein Liter rein. Die habe ich damals mal beim Kick, glaube ich, gekauft, als ich in einer Klinik war. Und ja, ich liebe diese Tasse einfach. Die ist sehr, sehr schön. So, jetzt geht's aber erstmal weiter an den Gruß. Ich habe mir hier 2 Farben rausgenommen. Einmal Jade und einmal Marineblau. Ihr könnt dann nehmen, was ihr wollt. Dadurch, dass ich ja in den winterlichen Tönen oder in den Tönen bleiben möchte, die die hier so mit verankert sind, bin ich dann halt in einem hellen Ton und in einem dunklen Ton geblieben. Und ich habe mir hier 2 Schneeflocken genommen. Jetzt muss ich nur noch gucken, wo ich das passende Stempelset habe. Ich weiß gerade nicht, wo es ist. Auf jeden Fall, ich hoffe, ich bin nicht zu laut, weil ich habe nämlich ich habe Pulli, Schal, Poncho, Pulli, Strickjacke, Schal, Schal und Poncho an. Jetzt habe ich es. Meine Güte. Mir ist nämlich echt kalt. Ja, egal. Jetzt soll es erstmal hier weitergehen. Und zwar habe ich hier mal Jade. Und da kommen jetzt einfach hier, wie es mir gefällt,
zwei Schneeflöckchen drauf. Das ist auch aus einem Stampin' Up Set. Aber ihr wisst ja, ihr könnt ja nehmen, was ihr wollt. Also haltet euch nicht an einer Marke fest, wenn euch das nicht interessiert. Sondern macht das, was sich für euch gut anfühlt, was euch Spaß macht und was euch gefällt. So. Und dann nehme ich hier noch Marineblau. Nee, ich glaube, ich gehe hier hin. Ja. Bei den anderen habe ich das schon alles vorbereitet. Da müsst ihr mir ja nicht immer zugucken, aber ich wollte es euch einfach mal zeigen, wie ich das hier gestaltet habe. So. Und dann gehen wir hier noch einen hin. So. Ja, so mag ich das. Jetzt muss ich aber hier mal beim... Das stört ein bisschen beim Video drehen. Ich sitze sonst den ganzen Tag nur rum. Entschuldigung. Ja, also. Dann haben wir das schon mal erledigt. Und wie gesagt, ich habe schon ganz, ganz viel vorbereitet. Einfach, weil es ja nur darum geht, dass man aus einem Sketch unterschiedliche Layouts gestalten kann. So, das kann auch an Seite. Muss ich erst mal gucken. Hier. Huch. Also, das ist jetzt quasi unsere Grundkarte. Genommen habe ich einmal das Slimline Paper Pad. Da habe ich einfach die gemusterte Seite genommen. Die Reste sind noch hier drin. Dann habe ich genommen dieses Designerpapier. Das ist von Action, nicht von Action, von Stampin' Up. Aber da könnt ihr, also es geht ja wirklich nur um die um den Kartensketch. Was sind hier für Flecken drauf? Na egal. Auf jeden Fall, wenn es euch interessiert, das ist das Designerpapier Schneeflockentraum. Wenn ihr das noch irgendwo findet. Ich finde es wirklich wunderschön und ich werde es auch versuchen, diesen Monat aufzubrauchen, weil ich habe halt einfach so viel und es muss halt einfach benutzt werden. Und ich habe noch hier so Glitzerpapier genommen. Und der Kartenaufbau ist wirklich super, super einfach. Ich klebe mir einfach die Kartenaufleger auf. Grundkarte ist 14,5 mal 10,5 und der Aufleger ist 14 mal 10 cm. Jetzt gucke ich halt einfach, dass ich hier relativ mittig bin. Mein Handy bzw. mein WhatsApp dreht gerade wieder durch. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Aber wenn dieses Gebimmel ist einfach meine Familiengruppe, die gerade wieder eskalieren. So, dann habe ich mir ein Glitzerpapier und ein normales Stück Designerpapier genommen. Da könnt ihr, ich nehme jetzt die Seite, aber ihr könnt natürlich auch die andere Seite nehmen. Die passt einfach besser zu den Farben, die ich mir ausgesucht habe. Und Mails kommen rein. Also momentan ist echt schlimm. Theoretisch könntet ihr hier euch auch noch was ausstanzen. Weil das ist ja nun relativ viel Papier, was man tatsächlich nicht sieht. Ich habe es jetzt nicht gemacht, weil ich habe halt einfach so viel Papier. Aber wenn ihr damit ein bisschen schonender umgehen wollt, könnt ihr euch hier theoretisch auch noch ein Quadrat ausschneiden oder sowas. Was auch noch mit dazu kommt, was ihr in dem Sketch auch noch seht, ist eine kleine Schleife und ein Gruß,
Kreis, aber da müsst ihr halt keinen Kreis nehmen, sondern da könnt ihr halt nehmen, was ihr wollt. Und ich werde die jetzt aufeinander kleben. So, dass es einigermaßen symmetrisch ist, das kommt dann hier drauf. Und es kommt ja noch die Bänder drauf. Jetzt muss ich nur gucken. Ich habe mir doch hier das da. Da liegt es doch. So, das hier ist, ich glaube, von Teddy habe ich das mal gekauft. Das fand ich, passt von den Farben ganz schön. Das heißt, da werde ich mir einfach ein Stück von abschneiden. Und das ist übrigens ein guter Tipp, ein guter Trick, wenn ihr das Band nicht komplett drum macht. Also ich hätte ab jetzt hier viel zu viel abgeschnitten, da hätte ich mir noch ein ganzes Stück sparen können. Was ist denn heute los? Es tut mir leid. Ihr könnt da jetzt Washi-Tape nehmen. Ich habe jetzt hier Tesa gerade liegen. Und dann wird das einfach hier in der Mitte, wo es sich quasi überlappt, wird es einfach festgeklebt. Na? Und jetzt könnt ihr euch im Prinzip noch überlegen, ob ihr das noch erhöht aufkleben wollt. Ich lasse es jetzt, aber das könnte man theoretisch auch noch machen. Jetzt mache ich einfach nur noch ein kleines Schleifchen. Dazu mache ich mir hier so zwei Hasenöhrchen. Und die knote ich dann einfach zusammen. Theoretisch einfach. Praktisch scheint es gerade nicht so einfach zu sein. So. Ihr könnt dann hier noch so ein bisschen gucken, dass es einigermaßen gut die Form behält. So. Nicht ganz so groß sein. Hundert Jahre später, so. Ups. So lasse ich das jetzt. Und damit mir hier wie hier die Enden nicht ausfransen, schneide ich sie einmal noch mal ein bisschen kürzer. Und dann geht es einfach mit dem Feuerzeug dran. So. Weil dann fransen die Seiten nicht aus. Und jetzt nehme ich mir noch ein Glue Dot. Ach, das sind die, die irgendwie so komisch falsch aufgeklebt sind. Ich finde das voll doof, aber naja, gut. So, hier kommt dann einfach das Schleifchen drauf. So. Und das können wir jetzt hier einmal aufkleben. Könnt ihr auch mit doppelseitigem Klebeband machen. Das ist im Prinzip egal.
Ich habe jetzt nur einfach den Flüssigkleber hier gerade zur Hand. So. Du gehst mal an Seite. Und dann habe ich mir hier mit meinem Lieblingskreis habe ich mir einmal aus Vellum, das ist das vom Action aus dem Block hier. Ich fand das einfach von den Farben her ganz passend. Das kann jetzt weg, das wollte ich euch nur noch mal zeigen. Und den drehe ich mir jetzt quasi einfach nur so, dass er so ein bisschen erstmal muss ich gucken, dass er richtig liegt. Und dann kann ich ihn nämlich verdrehen. Ich nämlich weiß. So. So. Und dann kann ich ihn einmal umdrehen. Nee, ich glaube, ich mache das anders. So, ich werde mir den in der Mitte durchschneiden. So, ich knick mir den jetzt hier einfach einmal in der Mitte. So. Dann wird es jetzt hier einfach einmal durchgeschnitten. So. Und jetzt geht auch noch das Rollo runter. Okay. Das ist alles nicht so, wie ich das gewollt hätte. Ja, so ist gut. So wird das jetzt aufgeklebt. So. Dann haben wir da nämlich einen kleinen Rand an den Seiten, der nicht allzu stark auffällt, aber der das Ganze doch ein bisschen auflockert. So. So, und hier hängt jetzt noch so ein bisschen was raus. Das schneide ich jetzt einfach hier weg. Und hier unten auch. Und dann fällt das schon gar nicht mehr auf. Und das hier klebe ich aber jetzt mit doppelseitigem Klebeband, mit Foam Tape auf. Einmal, zweimal. So. Und so. Und das kommt jetzt einfach hier drauf. Und schon, ich hab's richtig drauf. Und das ist schon die erste Karte. Ihr könnt da natürlich nochmal ganz anders gestalten, wie ihr das möchtet, wie es euch gefällt. Aber das ist quasi jetzt die Grundform der Karte, die Grundform des Sketches. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch im Schnelldurchlauf die anderen. Und dann hört ihr mich gleich wieder, wenn ihr mich dann noch hört. Wenn es weitergeht, beziehungsweise ich werde euch dann gleich bei den Varianten, weil ein Kartensketch ist nur eine Idee, ihr müsst es nicht so hundertprozentig machen, wie der Sketch ist, sondern ihr könnt euch da auch entfalten, so wie ihr da Lust drauf habt. Deswegen hole ich euch gleich bei den zwei Varianten wieder
komplett mit dazu. Also, bis gleich. Bei dieser Karte gibt es eine kleine Besonderheit. Ich wollte ja die komplett gleichen Materialien benutzen. Die Paper Pads, die sind natürlich nicht groß genug. Das heißt, ich habe mir zwei Stück auf die Größe 7x14 geschnitten. Und die werden wir jetzt zusammenkleben. Und zwar werde ich dafür einen Sticker benutzen, und zwar diesen hier. Ich hoffe, das sieht was aus. Ich habe es nämlich vorher nicht ausprobiert, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich bin jetzt einfach mal optimistisch. Das heißt, wir werden die zwei jetzt hier erstmal bündig aneinander legen. Naja, es hat jetzt gut geklappt. Entschuldigung! So, ich muss jetzt hier... Leute, ich muss euch jetzt gerade mal mein Haupt zeigen. So, damit das hier passt. So. Jetzt sehe ich gerade, es ist gar nicht gerade. So. So, es ist gerade. Und jetzt einfach den Sticker gerade drüber kleben. So, den Rest hebe ich mir auf, vielleicht für irgendwas anderes. Ablösen. Ich würde sagen, hat gut funktioniert. So. Ich will mir überlegen, ob ich den vielleicht einfach damit quasi so der Höhenunterschied, aber das ist ja Quatsch, weil hier haben wir den Höhenunterschied ja nicht. Also von daher lassen wir das jetzt einfach.
auf jeden Fall sieht das doch so echt ganz nett aus, oder? So, und klemmer das jetzt hier fest. Man könnte jetzt theoretisch, um hier wirklich einen kompletten Höhenausgleich zu machen, mit den hier mit den Resten quasi das hier drunter auskleiden, aber das ist also das ist so gering, das ist Quatsch in meinen Augen. Kann man machen, aber finde ich, also es ist bei anderen Sachen empfinde ich das als sinnvoller. Jetzt ist es schief. So. Okay. Jetzt können wir es festkleben. Und ich finde, das hat echt einen schicken Effekt. Und jetzt können wir die beiden hier wieder übereinander kleben. Weil, und man sieht halt auch einfach nicht so viel davon. Es guckt also nur oben und unten ein bisschen raus. So. Und jetzt kommt hier wieder Band drum. Jetzt nehme ich euch jetzt hier doch wieder komplett mit, ne? Naja, egal. So. Kann man gleich das Schleifchen binden, wenn wir es schon in der Hand haben. Nochmal. So. Also das Band ist echt schön, aber ich finde es zum Schleifenbinden ist es nicht so toll geeignet. Aber das passt schon so. So, und jetzt nochmal hier abschneiden. Da. So. Jetzt suche ich wieder das Tesafilm. Ich suche hier ständig Sachen. Aber es sieht auch hier drumherum wieder aus. Welche Seite gefällt mir denn jetzt optisch besser? Die? Ich glaube, ich nehme die dunklere, die gefällt mir besser. So. Ich habe jetzt hier neben mir noch die Stanze aufgeklappt liegen. Ja, aufgeklappt liegen. Und da klebe ich jetzt einfach das Tesafilm dran. So. Habe ich es jetzt richtig rum? Nein, ich habe es falsch rum. Ach, ich bin nur nappelig. Na egal. Jetzt ist es so. Sagt nichts. Wow, das war jetzt eichweit drüber. So. Ja, so ist besser. Hier kommt jetzt wieder das Schleifchen draufgeklebt. Und auch hier wieder in der Mitte teilen. Habt ihr jetzt in dem anderen gesehen, dass ich es
quasi so direkt aufgeklebt habe und dann nachgeschnitten habe. Das fand ich jetzt tatsächlich ein bisschen einfacher. Ja, passt einigermaßen. So. Schere. Nicht einfach die Rundung nachschneiden. Möglichst nicht zu viel vom Label mit abschneiden, so wie ich jetzt. So. Und dann hier wieder doppelseitiges Klebeband. Ach, ihr wisst, was ich meine. Foam Tape, so. Na, geht ab. Die nächste Karte ist fertig. Und jetzt kommen wir zu zwei Varianten. Ganz normale A6-Karte, ganz normale Aufleger. Den können wir schon mal festkleben. Ihr könnt solche Karten natürlich auch im Längsformat machen. Ich glaube, das machen wir jetzt auch, oder? Dann haben wir da quasi noch eine. Können wir quasi 6 Varianten draus machen. Ich habe mir mit den Die-Cuts von Kulrike, von diesen hier, Stanzschablone, Rahmenrechtecke, die hatte ich mir auf der Messe gekauft. Da habe ich. Ich glaube, das dritte. Nee. Genau, das drittgrößte genommen. Und habe mir damit dann die ausgestanzt. Da könnt ihr euch auch einfach in dem, also quasi so einen Rahmen stehen lassen und das dann mit der Schneidemaschine machen oder sowas. Das geht natürlich auch. Das ist gar kein Problem. Ist auch relativ einfach. Habe ich euch bestimmt auch schon mal gezeigt. Falls ich euch das noch nicht gezeigt habe, dann kann ich das gerne nochmal machen. Schreibt mir das dann einfach in die Kommentare. Dann weiß ich, dass euch das interessiert und dann zeige ich euch das. Und ja, hier habe ich dann einmal den Rahmen. Und das Innenteil. Die passen natürlich ineinander. Ich werde es aber tauschen. Das heißt, ich werde den glitzernden Rahmen mit dem Designerpapier und den Designerpapierrahmen mit dem Glitzerpapier zusammen benutzen. Und zwar werde ich mir die einmal zusammenkleben. Wisst ihr, was ich gleich machen werde? Ich werde gleich in ein Erkältungsbad reingehen. Das werde ich auf jeden Fall tun. Jawohl. So, Moment. Nein. Oh, Gott sei Dank ist das die Rückseite. So. Tut mir leid, ich muss da jetzt kurz mit dem Kopf drüber, weil sonst sehe ich nichts. Boah, das ist ganz schön frickelig.
Ich bin auch gerade einfach ein bisschen zittrig. Also mein Kreislauf ist gerade nicht so auf der Höhe. Und dann werde ich mal ein bisschen zittrig. Und deswegen sind so filigrane Sachen gar nicht so sinnvoll eigentlich gerade. Und mir wird auch jetzt gerade richtig, richtig warm. Das heißt, ich muss mich jetzt gleich erstmal hier ein bisschen ausziehen. Keine Sorge, ihr werdet davon nichts sehen. Das tue ich bis auf meinen Mann keinem an. Und der ist jetzt Gott sei Dank nicht so abgeneigt. So. Jetzt machen wir die Seiten hier noch fest. Man kann das theoretisch auch einfach auf zum Beispiel wie heißt das? Kopierpapier kleben. Würde auch gehen. Habe ich jetzt, ist mir nur ehrlich gesagt gerade erst eingefallen, sonst hätte ich das vielleicht gemacht. So. Aber so hält das auf jeden Fall schon mal gut. Das machen wir jetzt auf der anderen Seite. Nein, auch nochmal. Weil ich habe jetzt hier nämlich ehrlich gesagt auch gerade gar kein Papier liegen. So. Es muss ja erstmal nur, wenn eine Seite hält, dann sind die anderen Seiten ein Klacks. Aber die muss ja erstmal halten. So. Passt. So. Dann habe ich auch mal etwas aufgebraucht. Es ist zwar Tesafilm, aber hey. Es gibt ja bei diesen also ich bin doch wirklich gerade nicht ganz bei der Sache, oder? Jetzt habe ich hier das Klebeband auf die Seite geklebt, wo schon welches ist. Oh. Ja, egal, was ich gerade sagen wollte. Es gibt doch diese, die ganzen Beauty-YouTuber. Die machen doch auch solche Aufgebraucht-Videos. Wäre das eigentlich mal was für Bastelsachen? Was habe ich aufgebraucht? Eigentlich nicht, oder? Ist doch eigentlich. Ich meine, wie viel Flasche Kleber will man denn da reinhalten? So. Oder, ich meine, man hat ja dann auch das Papier nicht mehr. Also, was will man da reinhalten? Ist eigentlich eine doofe Idee. Naja. Sei denn, euch sowas interessiert euch mal. Dann könnt ihr mir das ja gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich sehe gerade den Sinn nicht darin. Und ich weiß auch gar nicht, wieso ich da gerade drüber rede. Keine Ahnung. Vielleicht kriege ich Fieber und ich habe einen Fieberschub, Traum. Wie auch immer man das gerade nennt. Ich meine, dappig genug bin ich ja gerade. Ja, sehr dappig. So, dann können wir das hier noch abschneiden. So. Aber zumindest haben wir es hingekriegt. Das werde ich nach unten. Und das werde ich so da drüber machen. Ja, weil das wäre mir, andersrum wäre mir das zu viel Glitzer. Teaser.
So. Bald ist es leer. Auch schon mal aufkleben. Die Ecken nochmal ein bisschen extra Kleber, damit die auch schön halten. So. Also ich muss sagen, mir gefällt das Kartenlayout wirklich, wirklich gut. Das gibt es bestimmt in 100 verschiedenen Varianten. Aber das ist meine. Und wenn ihr das eben gesehen habt, dann zeige ich, Moment, ich muss hier erstmal drauf klarkommen, dass ich Schleife binden muss. So. Schnippschnapp. Feuerzeug. So. Reden ist gerade echt ein bisschen anstrengend. So. Ich frage mich gerade, warum schneide ich nicht einfach direkt hier ab? So. Mal sehen, ob das jetzt die dümmste Entscheidung war oder nicht. Werden wir gleich sehen. Dann würde ich mir theoretisch Nee, war nicht so clever. Habe ich das jetzt falsch geschnitten oder? Ah, ich habe es falsch geschnitten. Ach, ich bin aber auch dappig. Na egal, dann machen wir es jetzt so rum. So, dann kommt das jetzt halt einfach nach oben und nach unten. Tut mir leid, dass das gerade alles so ein bisschen chaotisch ist. Ich meine, chaotisch seid ihr ja von mir eigentlich gewohnt. Aber man muss es ja nicht zum Standard werden lassen, oder? Naja, sieht doch auch gut aus, Mamas so.
Das ist die... Ich habe es mal schon aufgeklebt. Ich wollte es doch... Mir fällt es gerade ein. Ich wollte es doch eigentlich längs machen. Wartet mal. So, Moment. Gott sei Dank habe ich es noch nicht zu fest geklebt. So, dann drehen wir das jetzt einfach um. Oh, es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, kennt ihr das Gefühl, wenn euer Hirn gerade so völlig weg ist? So geht es mir gerade gefühlt. So. Dann haben wir noch eine Variante, wie wir es machen können. Und für die letzte Variante, da habe ich mir jetzt zwei Papiere reingelegt, weil ich noch nicht genau weiß, welches ich benutzen möchte. So, aber jetzt erstmal hier wieder den Kartenaufleger erstmal festkleben. Wenigstens das bekomme ich einigermaßen auf die Kette. Und zwar habe ich mir hier ein Prägefolder genommen. Das ist jetzt einer von Stampin' Up, aber da könnt ihr nehmen, welchen ihr wollt. Ich habe mir ein Stück Vellum genommen. Das habe ich mir so so zurechtgeschnitten, dass es hier genau reinpasst. Und jetzt nehme ich mir die Mini-Stanz- und Prägemaschine. Und irgendwo hatte ich auch... Da sind sie doch. Jetzt muss ich nur gerade gucken... welche ich brauche. Nee, das ist... kleinen Moment, ich hole mal gerade die anderen Platten. So, weil das... das 3D... Ja. Das sind 3D-Präge-Folder. Wird bei der... Von Stampin' Up, aber das ist bei den anderen Maschinen auch so... nehmen wir die dünnere Platte zum Stanzen und da ist dann auch der Stanzaufbau drauf. Das bedeutet, die Viererplatte der Folder und die Stanzplatte, die gehen jetzt hier durch. Ne, das kann nicht sein. Da ist ja quasi gar kein Druck drauf. Ah, falsch rum. Die Einser. Dann die Schablone und dann die Vierer. So. Ja, das ist doch schon sinnvoller. So. Und jetzt, ich hatte übrigens hier diese Splatter genommen. Und jetzt ist das geprägt. Schön, oder? Gefällt mir richtig, richtig gut. So, das muss jetzt erstmal hier alles wieder an Seite. Kleinen Moment. Also, was mir heute alles passiert, ist doch echt nicht mehr normal. Jetzt bin ich gerade über mein Mikrofonkabel nicht drüber gefahren, aber es hat sich in meinen Stuhlreifen verfangen. Ja. So, wie ihr seht, das ist jetzt natürlich größer. Ich bin auch die ganze Zeit überlegen, oder lasse ich es vielleicht sogar so groß? Und nehme quasi die dann nochmal als Hintergrund, weil dann hätten wir nämlich auch nochmal eine Variante. Ja, so mache ich das.
So, die werde ich mir jetzt noch zurechtschneiden. Auf 14 cm. Und zwar werde ich das hier wegschneiden. Breit ist das jetzt ungefähr 8,5 cm. Das heißt, ein bisschen breiter als das andere Papier. Und ja, also ihr könntet das jetzt theoretisch auch auf diese Größe zuschneiden, dass ihr quasi das dann so überlappt und dann zusammenklebt. Aber jetzt haben wir nochmal eine Variante, wo wir das hier jetzt einfach drüber kleben. Da müssen wir jetzt, können wir jetzt natürlich nur in der Mitte kleben. Und ja, ich nehme auch das, was quasi so ein bisschen weiß rausguckt. Weil wir sonst den Kleber sehen. Es gibt einen Trick mit einem Schwämmchen, wo ihr den Kleber dann quasi unsichtbar auftragen könnt. Aber dazu habe ich gerade ehrlich gesagt überhaupt keine Lust. Es tut mir wirklich leid, aber ich bin gerade einfach echt durch. So. Das heißt, hier kann noch was hin. Dass wir hier so die Seiten noch so ein bisschen fest haben. So. Nee, ich will das hier, das gefällt mir besser. Das ist jetzt auch ein Stückchen kleiner als das Papier, weil das ist ein Reststück gewesen. Und dann hätte ich wieder was anderes anschneiden müssen. Und deswegen habe ich das einfach jetzt das kleinere genommen. Also auch da seid ihr frei. Also ihr müsst nicht euch 100% an die Maße halten, an den Aufbau. Ihr könnt das wirklich so handhaben, wie ihr das wollt. Und das machen wir jetzt tatsächlich quer. So, das heißt, wir brauchen jetzt hier ein bisschen mehr Band. Wieder Tesafilm. Also ich hätte jetzt aus dem Kartensketch im Prinzip, lasst mich mal überlegen, überlegen ist gerade nicht meine Stärke. Und Kleber abfummeln auch nicht. Oh, das war's auch schon. Naja gut, dann müssen wir uns jetzt hiermit zufrieden geben. Aber das langt. So, und dann hier noch. So. Also denken, wie gesagt, ist gerade nicht meine Stärke. Aufmerksamkeit auf eine Sache lenken auch nicht, wie ihr merkt. Ja, also ihr könntet allein aus diesem Sketch, wenn ihr euch trotz allem relativ genau an den Sketch haltet, könnt ihr locker 8, 9 verschiedene Varianten machen. Also allein schon, wenn ihr die Embellishments woanders hinklebt. Also das hätte man jetzt... Also im Prinzip könnt ihr für jede Karte 4 machen. Also 1, 2, 3, 4. Also quasi 2 hochkant, 2 quer. Genauso wie bei denen hier. Dann auch hier aus dem könnt ihr, wie gesagt, mindestens 4 Varianten machen.
Plus immer noch mal die Möglichkeit, noch mal einen zusätzlichen geprägten Hintergrund mit einzubringen. Also ein Sketch bietet unfassbar viele Möglichkeiten, wie ihr damit arbeiten könnt. Und deswegen sind Sketche auch eine super Inspirationsquelle. Und ihr werdet dann, sobald meine Website fertig ist, werdet ihr die ganzen Sketche auf der Seite finden. Die könnt ihr euch dann kostenlos runterladen. Wie gesagt, ich werde dann noch die Punkte ergänzen mit den... Muss ich hier gerade erstmal gucken. So. Mit den Größen, aber auch da seid ihr, wie gesagt, völlig frei. Könnt machen, was ihr wollt. Wie es euch am besten gefällt. Und ja, ich werde auch einen Hashtag aufrufen. Und zwar WKCS, also Verenas kreatives Chaos Sketch und dann 1. Oder einfach nur WKCS, Verenas kreatives Chaos Sketch. Und ohne die Zahlen dahinter, weil das ist ja dann sonst zu viel, aber ja, darunter werdet ihr das dann auch finden, weil ich werde dann auch wieder ein bisschen aktiver bei Pinterest und bei Instagram sein. Das ist alles in Planung. Jetzt muss ich es nur auf die Kette kriegen. Das ist nämlich gerade echt das Problem. Aber ich habe bald Urlaub geplant. Und ich hoffe echt, ich werde jetzt nicht richtig krank. Das wäre jetzt echt mieses Timing. Aber könnte ich jetzt auch nichts dran ändern. Auch wenn ich darauf gerade überhaupt keinen Bock habe. So, jetzt hier wieder die abschneiden. Ich bin kein Bild, es tut mir leid. So. Gleich bin ich sowas von durch, das sag ich euch. Der Rückseite habe ich übrigens, wenn ihr das seht, die Position von dem Stempel, weil ich habe ihn ja auseinandergeschnitten. Ich habe erstmal die Position von dem Stempel geguckt, wie es passt. So. Und das Schleifchen habe ich vergessen. Und auch hier seid ihr natürlich frei. Es muss keine Schleife sein. Ihr könnt da auch Embellishments draufkleben oder einen Sticker oder was natürlich auch gut kommt, wenn ihr da jetzt, also gerade bei dem Layout, zum Beispiel ein paar Schneeflöckchen oder sowas. Ich habe mich jetzt gegen Strasssteine entschieden, weil ich ja das Glitzerpapier habe. Und das ist mir dann einfach zu viel. Auf der DIN-Langkarte, da könnte tatsächlich noch was drauf. Da bin ich auch noch am Überlegen, ob ich da noch was drauf setze. So, jetzt erstmal hier wieder abflammen. So. Hier wieder ein Glühdot drauf. Und dann ist auch die
fünfte Variante fertig. Und so, jetzt gibt es die ganzen Karten nochmal. Und zwar ist das hier die Grundkarte nach dem Sketch. 10,5 mal 14,5. Der Aufleger ist 14 mal 10 mal 14. Die Kartenaufleger sind in dem Fall hier 8 mal 11,2. Das war das, was mir quasi das System ausgespuckt hat, wie es quasi proportional, also von den Seitenverhältnissen her passt. Könnt ihr aber auch 11,5 machen, ihr könnt es aber auch 11 machen, ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Es ist jetzt einfach nur, wie es jetzt hier bei rausgekommen ist. Mit dem Aufleger und dem Schleifchen. Also das ist quasi einmal der Sketch nachgemacht. Dann haben wir hier die DIN-Lang- oder Slimline-Variante. Auch hier im Prinzip das Gleiche gemacht. Also wirklich komplett das Gleiche gemacht, nur halt einfach auf eine andere Kartengröße angepasst. Hier finde ich tatsächlich, dass das alles sehr arg Ton in Ton ist. Und da werde ich, die habe ich hier gerade liegen, noch ein paar silberne Glitzersteinchen mit drauf packen. Weil das ist mir doch ein bisschen zu arg Ton in Ton. Und wie ihr seht, sowas könnt ihr auch immer noch mal nachträglich machen. Wenn ihr da noch irgendwelche Verbesserungswünsche für euch seht und denkt, oh nee, das ist mir aber jetzt dem und dem passt mir das jetzt nicht. So. So ist auf jeden Fall besser. Das sind übrigens diese Diamond-Sticker vom Action in der Kinderabteilung. Ich finde die zwar einen Ticken zu groß, aber für solche Karten passt das echt gut. Ja, aber so seht ihr das. Ihr könnt hier auch noch mit Glitzer arbeiten. Ihr könnt es embossen. Ihr habt da so viele Möglichkeiten. Ja, das ist die Lang-Variante. Dann haben wir hier die Quer-Variante. Auch hier habe ich kein Glitzerpapier benutzt. Aber ich finde, das Ganze lockert das noch mal ein bisschen auf durch den Sticker, den wir hier im Hintergrund haben, einfach um zu überdecken, dass die Papiere nicht passen. Fand ich, das ist eine ganz witzige Idee. Jo. Dann, Moment. Ich sag ja, heute ist hier was los. So, dann haben wir hier einmal die Variante mit dem auf der anderen Seite und mit den Rahmen. Ich finde die auch richtig, richtig schick. Die gefällt mir echt gut. Also, ja, mag ich sehr, sehr gern. Und was auch immer noch gut aussieht, ist, wenn ihr zum Beispiel den Hintergrund hier noch ein bisschen wischt. Also wenn ihr da jetzt einfach mit einer Stempelfarbe nochmal dran geht, also das müsst ihr vorher machen, weil sonst versaut ihr euch die Karte, aber dass ihr quasi hier den Hintergrund so ein bisschen noch an den Seiten andunkelt, sieht bestimmt auch richtig, richtig gut aus. So, und dann die gleiche Karte auch nochmal im Querformat. Also wie ihr seht, das geht auch, der Hintergrund nochmal geprägt, um das ein bisschen nochmal besonderer zu machen. Und ja, ich finde, das ist eine richtig, richtig coole Idee. Muss ich mich jetzt mal selber loben. Einfach aus einem Sketch verschiedene Varianten zu machen. Und wie gesagt, ihr werdet das dann später alles auf dem neuen Blog finden, also auf der neuen Webseite finden. Ihr könnt, wenn ihr die Sachen postet, könnt ihr gerne den Hashtag hier benutzen. Also da kommt dann noch so ein Hashtag davor.
Und wie gesagt, die ganzen Sachen könnt ihr euch dann mit ergänzten Größenangaben könnt ihr euch dann alle dann später nochmal runterladen, ausdrucken. Und ja, dann war's jetzt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video, auch wenn das alles so ein bisschen chaotisch war, ein bisschen viel war und meine Stimme jetzt echt langsam im Eimer ist. So. Ich werde jetzt aufräumen, ich werde jetzt baden gehen und dann werden wir, keine Ahnung, Pizza bestellen oder sowas. Ich habe so keine Lust zu kochen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Bleibt gesund, bleibt kreativ. Bleibt wirklich auf jeden Fall gesund. Und wir sehen uns das nächste Mal in diesem Chaos mit hoffentlich besserer Stimme. Ciao.